Herzlich willkommen zur Nachfolgerkarte auf dem Marsch. Ich wünsche noch allen einen schönen frohes neues Jahr. Ob es ein Tag später ist, weil wir gestern vergessen, keine Ahnung. Jedenfalls, wir machen jetzt weiter mit unseren Silageballen. Und dazu schauen wir mal ganz kurz zu dem Feld Nummer 36. Ja, links. Das heißt, da wird gesammelt, glaube ich. Ja. Und das ist der erste Kollege, der anfangen möchte. Hauptsächlich einen Kurs gespeichert. Oh, kein Kurs geladen. Das ist schlecht. Der hat. So. Wir müssen mal schauen, ob wir Licht machen. Ja. Einstellen. Ich beginne heute mit einer kleinen Aufnahmesession von ein paar Folgen. Ungefähr 10. Bis Montag. Und dann muss ich nochmal am Wochenende weitere aufnehmen, um das die Woche darauf abzusichern. Ja, letzte Woche Urlaub, dann geht es nämlich normal Rhythmus weiter. Jetzt einen Tag der Lichter machen sollen. Bei dem muss ich mich kurz nämlich laden. Gut, laut Karte sind wir richtige Richtung. Ja, heute Nacht, wenn wir die ersten Abzüge kriegen. Ja, mal schauen. Unsere Ernte mit Getreide, Weizen, Gerste, Trikal ist ja erledigt. Wir müssen nur noch sehen, dass wir jetzt den Mais. Mais. Aber erstmal werden die Ballen ins weggefahren. So. Das müsste sein. Jo. Dann mal sehen. Vielleicht den richtigen Kurs finden. Das ist eigentlich rechts. Ja. Ob er da auch entsprechend fährt. Gut, wir haben mal Glück. Dann macht man das, was er soll. So. Aus dem LKW. Wollen lieber Licht anmachen. Damit ich gesehen werde. Ne, falls sie doch mal in meine Richtung fahren. Einfällt, dann wird man sehen, immer sehen, wie das ungefähr ergibt. Feld 3 an sie an Häckselgut. Heute Nacht erwarte ich ein paar Einnahmen von der BGH, die Ballen nicht letztes Mal gemacht habe. Großer LKW. Da. In die Richtung. Da sind wir. Völlig der Puste. Nehmen wir mal auf. Jo. Ja, Licht ist bescheiden. Wir könnten natürlich jetzt natürlich auf warten, bis hell wird. Aber jetzt ist eh schon ein Risiko. Obwohl nachts die Gefahr nicht so groß ist, dass es heu wird. Ne? Also. Ich denke mal, da wird nachts kein Heu. Hat er aufgenommen.
Ja, nimmt er auf. Und tagsüber könnte ihm das nicht so schnell fahren. Das würde Probleme bringen, sag mal so. Dann wäre alles Heu. So, ist echt dunkel, ne? Schauen wir hier in der Ecke. Hat er die Ballen geklaut hier? Und so wenige. Oh. Ob die Innern sich ein bisschen besser ist? Naja, ein bisschen, ne? Ein Mikro ein bisschen weggenommen. Ich glaube, ich fahre noch einen Schwader rüber. Wenn das sich ergibt. Da muss man sehen, wie jetzt nachher, wenn es hell wird, ne? Aber dass man das auch sehen kann. Jetzt im Dunkeln ist es ein bisschen ungünstig. Jetzt wird die Ball ein bisschen besser von Weitem. Schnell? Ne. Der Hintergrund ist ja. Ja, das ist, ich wollte gerade gucken, meine grüne Wand. So, voll. Jetzt müssen wir Richtung BGH. Aber nur das Gelände, um da zu lagern. Weil das muss ja noch mindestens 2 Tage, 1,5 Tage stehen. Sonst ist das nur Gras, ne? Das ist der Spiegel. Also, da fährt einer parallel zu mir. Ich muss zum Ausgang. Über der Karte, alles kommt nicht klar. Nichts zu sehen. Ah, jetzt kann man die BGH ungefähr erkennen. Ungefähr. So, einer soll fertig sein. Das ist hier vorne der Ausgang, glaube ich. Ja, kaum ist gut. Hier ist ein Heuballen. Gut, das kann passieren. Weil es liegt ja auch Heu rum. Und wenn er anfangs sich Heu schnappt, dann ist es Heu, ne? So wie da Heu ist. Aber ein, zwei Heuballen machen den Brei nicht fett, das können wir mit leben. Eine Katastrophe hier. Nehmen wir den Faktor mal weg. So, jetzt aus, mal rein und dann mal so. Jetzt stellen wir erstmal beiseite. Bei den anderen Wiesen erwarte ich auch noch eine weitere Reife, eine Reifestufe.
Ach da. Ist das zu sehen? Ja, auch hier werde ich ein bisschen mehr Licht hinbauen müssen. Da man sich auch im Dunkel zurechtfindet, ne? So. Tja, hinten kann man nicht sehen, ne? Hoffe ja, dass. Ach, wir können ja jetzt auf 30 gehen. Ne, ist ja dunkel. Gehen auf 30. Die letzten Silagewahlen werden auch noch geschafft. Und wenn da jetzt ein paar Heuballen dabei sind oder der Rest Heuballen werden würden, das wäre auch nicht schlimm. Dann müssen wir halt nächstes Jahr weniger machen, ne? So, mal die Innensicht. Dann sehen wir ein bisschen besser, als wenn wir jetzt hier wie gesagt ein Heuballen nicht das Problem, die Masse sind etwas in der Silageballen her. Da werden wir so, jetzt kommen wir auf 0 Uhr, gehen wir gucken, 57 58. Jo. Naja, viel war es nicht. Aber immerhin. Sommer bleibt trocken. Ja, gut. Ich dachte, wir wären jetzt reich. Ja, Anschluss. Hat auch nicht so viel. Ein paar Runden muss er noch fahren. Unser Fuzzi. Oh Mann. Der mit er mit Fühlwut ist. Du brauchst ja einen zweiten, der dich immer anleuchtet. Und da ist eine Heu. Wie gesagt, da ja auch hier vom letzten Ernte noch ein bisschen Heu gelegen hat, weil im Prinzip kein Regen war, sonst wäre das weg gewesen. Aber gut. Ich schicke jetzt hier ein Los mit Schwanten, sobald die Ballen weg sind. Den Rest aufnehmen und dann kann man nochmal einen hinterher schicken zum Pressen. Nimm das nicht so. Ab 5 oder ab 6 wird wieder normal zeitmäßig gespielt. Aber bevor das hier ausartet im Dunkeln, ne, ist nichts hier. Auch wenn man sagt, im Dunkeln ist gut munkeln, aber ja, ist zu düster hier. Nichts zum Arbeiten. So. Fallen wir nicht um. Da ist noch ein Baumstumpf gewesen. Oh, da sind noch ein paar. Ja, das neue Jahr ist da und hat sich nicht verändert, ne? Ja, ist halt so. Ups, Kram.
Er hat hier den Graben gemacht. Wir sind übrigens, voll, ne? Wir sind voll. Aufgereizt. Geht zurück. Zur BGA. Naja, jetzt ist gerade mal zwei. Das dauert doch innen gegen 2 Stunden ungefähr, bis einigermaßen hell wird. Bisschen erkennen kann man ja schon. Gute Ahnung, Arbeit noch. Und das haben wir noch zur BGH. Dann ist dann gleich Schluss. Lohnzahlung 0. Das mit den 0 verstehe ich nicht, aber gut. Was irgendwann passiert, ich weiß nicht genau wann. Oder ein Mod verhindert das entsprechend. Ich weiß nicht genau was. Solange es nicht abstürzt, ist alles gut. Wir haben eh kein Geld. Da ist die Halle. Ja, ich muss hier ein paar Lampen aufstellen, damit wir sehen können, ne? Die Zeit ist ja Katastrophe. So. Und dreimal B drücken. 1, 2, 3. Ja, anders geht's nicht. So, Liebschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ich sage mal hier Tschüss und Winke. Ciao, ciao. Und man sieht sich vielleicht zur nächsten Folge. Zur zweiten heute. Oder morgen. Ja, morgen. Morgen wieder. Tschüss.